Traumjob, Profifußballer, viele junge Nachwuchsspieler träumen diesen Traum. Talente, die auf dem Platz am Ball richtig viel können. Aber damit allein ist es heute nicht mehr getan. Es stellen sich viele Fragen zum Umgang mit Spielerberatern, Medien, aber auch in Sachen Finanzen und vor allem, wie ist es mit einer Ausbildung und was kommt nach der Fußballerkarriere? Die VDV hat deshalb Fit for Job ins Leben gerufen, Infoveranstaltungen speziell für junge Fußballer. Laufbahncoach Frank Günzel und Geschäftsführer Ulf Baranowski klären auf über Chancen, Risiken, Mögliches und Unmögliches. Der Spielerberater in der Tat kann einiges tun für einen Spieler. Aber ihr solltet immer auch wissen, ein Spielerberater hat auch Gründe, warum er euch anspricht. Er will nämlich mit euch Geld verdienen. Um Spielervermittler zu werden, muss man einen einfachen Multiple-Choice-Test ausfüllen, eine Versicherung nachweisen und ein gutes Führungszeugnis. Das war's. Das allein sagt nichts aus über die Qualifikation des Beraters, sagt auch nichts aus über seine Kontakte und auch nichts über seine Integrität, also wie sauber er arbeitet. Das heißt, wenn euch einer anspricht, schaut erstmal, wen berät er noch, schaut, was für Verträge nutzt er, wie erfolgreich ist er und wie will er euch konkret weiterhelfen. Wir wollen da nicht alle, um Gottes Willen, verteufeln, aber es gibt eben auch leider einen ganzen Teil von Spielervermittlern, die sind eben halt nicht seriös. Und den Rat, den wir euch diesbezüglich geben können, ist einfach, eine gewisse Vorsicht walten zu lassen, wenn euch jemand anspricht, keine Generalvollmachten auszustellen. Das bedeutet ganz konkret, es gibt Spieler, die geben im Prinzip in der Hoffnung, dass Spielervermittler das Versprechen auch einhalten, für euch eine große Karriere zu organisieren. Ich sag's mal salopp, die geben einfach ihr Gehirn ab. Ja, Vertrauen in jeglicher Hinsicht, und das sollte man nicht tun. Hat immer eine gewisse Skepsis. Wahre Freunde gibt es in diesem Geschäft relativ wenige. Wir kennen auch Spielervermittler, die sich sehr intensiv um Spieler kümmern, auch wenn deren Karriere vorbei ist. Aber im Wesentlichen ist das immer ein begrenzter Rahmen. Ihr könnt davon ausgehen, dass sicherlich in der Bundesliga bzw. im Lizenzbereich vernünftige Vertragsverhältnisse auch existieren. Aber in den Spielklassen unten drunter, aus ganz, ganz verschiedenen Gründen, das sind in aller Regel auch wirtschaftliche Gründe bzw. Zwänge, die die Vereine haben, da existieren teilweise Arbeitsverhältnisse, die sind sozialrechtlich nicht sauber, die sind teilweise kriminell. Finger weg von Schwarzgeld und von sonstigen Dingen, die vertraglich nicht sicher sind. Lasst die Verträge, bevor ihr sie unterschreibt, auf jeden Fall prüfen. Medien brauchen Nachrichten. Und je mehr ihr in den Fokus rückt, desto mehr seid ihr auch interessant. Was ihr allerdings wissen müsst, ist, dass ein Großteil der Nachrichten, die veröffentlicht werden, negativer Natur sind. Je weiter ihr bekannt werdet, desto mehr werden Journalisten versuchen, nah an euch ranzukommen und auch versuchen, euch Freundschaften vorzugaukeln. Seid da ganz vorsichtig. Ja, und es ist kreuzgefährlich, vielleicht auch den Trainer über Facebook zu kritisieren etc. Die kriegen das alles raus. Das kann zu Abmahnungen führen und zu Kündigungen. Und dann wird es auch schwer, einen neuen Job wieder zu bekommen. Also ich glaube, wir haben schon Themen angesprochen. Das haben wir jetzt auch bei den Reaktionen gesehen, gerade was Facebook etc. betrifft, über die sie schon nachdenken. Also auch das Thema Spielervermittler natürlich. Ich glaube, dass sicherlich das ein oder andere Thema heute auch dabei war, wo die Jungs wirklich schon auch persönlich angesprochen sind. Was ist das Allerschwierigste für die? Das Schwierigste vielleicht zu verstehen, dass es neben dem Fußball noch ein anderes Leben gibt, dass es wahre Freunde gibt, beispielsweise die Familie, die man pflegen muss. Und sicherlich vielleicht auch schwierig nachzuvollziehen, wenn ich meinen ersten Profivertrag mal habe, viel Geld verdiene, dass ich vielleicht nebenbei mich auch mit Bildung etc. beschäftigen sollte. Da müsst ihr immer sehr vorsichtig sein auch, wenn euch einer verspricht, dass er euer Geld ganz schnell vervielfacht. Das kann er nämlich nicht, legal. Und darum lieber sicher das Geld zurücklegen, sicher anlegen, in viele Töpfe, ganz vorsichtig sein, sich beraten lassen und sich nicht ausführen lassen von Leuten mit wilden Anzügen in teure Restaurants, die dann sagen, wenn du bei mir viel Geld anlegst, kriegst du noch ein Jahr lang einen Porsche mit dazu. Den Porsche, den bezahlt ihr nämlich selber, und wenn dann am Ende die Kohle weg ist, dann bräuchte er auch nicht wundern. Damit ist er nämlich dann über alle Berge. Wichtig für euch ist einfach zu wissen,
dass was ganz Normales ist und dass es Hilfsmöglichkeiten gibt. Hilfsmöglichkeiten in der Form, dass es manche Clubs gibt, aber immer noch sehr wenige, die eine sportpsychologische Betreuung anbieten, aber auch eben dritte Stellen, bei denen man sich unabhängig und vertraulich beraten lassen kann. Gemeinsam mit der Robert-Enke-Stiftung, mit der Verwaltungsberufsgenossenschaft und der Deutschen Sporthochschule Köln haben wir als VDV eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Mental gestärkt. Da kann man anrufen, eine vertrauliche sportpsychologische Hotline, kann sich dort ausgiebig beraten lassen, kriegt Hilfe vor Ort vermittelt. Wer bei Mama mal schnell in den Medizinschrank greift und Aspirin-Komplex rausholt, eigentlich ein harmloses Medikament, riskiert damit das Karriereende, steht nämlich auf der Dopingliste. Wer Silvester mit seinen Kumpels in den Keller geht und einer zieht die Blubber durch, raucht ein bisschen Haschisch, der braucht sich auch nicht zu wundern, wenn er im Januar positiv getestet ist, obwohl er gar nicht selber gezogen hat, denn passiv Rauchen von Marihuana kann 6 Wochen lang nachgewiesen werden. Es gibt eine ganze Menge Ex-Profis, die haben am Ende ihrer Karriere ein richtiges Problem. 3 von 4 Profis haben am Karriereende keine abrufbaren beruflichen Qualifikationen und jeder 4. ist dauerhaft abhängig von Leistung. 3. findet also keinen Zugang in den nachwuchsballerischen Berufsmarkt und muss dann leben von Familienangehörigen oder Hartz IV. Das ist ein Schicksal, dem kann man entgehen, wenn man ein paar einfache Dinge beherzigt. Man muss sich schon darauf einstellen, vielleicht sich mit alternativen Berufsfeldern zu beschäftigen. Und da ist es immer ganz einfach im Hinterkopf, auch wenn man erfolgreich ist, vielleicht mal zu schauen, was interessiert mich noch außerhalb des Fußballs. Ja, und da vielleicht Anknüpfungspunkte zu finden, wie man später mal eine berufliche Karriere in diesem Feld stricken kann. Schöne Woche noch mehr in diesem Feld. Was mitgenommen, was gelernt? Ja, einiges. Nämlich, was ist das Wichtigste an dem Abend? Dass wir selber für uns verantwortlich sind. Und dass man sich auch absichern muss. Dass man sich halt nicht ausruhen sollte und halt immer Gas geben halt. Ja. So persönliche Absicherung oder sowas? Irgendwie, ich sag mal, Berater und Verträge und so weiter. Denkt man in deinem Alter darüber nach? Ja, ich lasse es auf mich zukommen. Also er mit meinem Vater so, der nimmt das halt so in die Hand. Die Zahl der Jobs ist nun mal sehr begrenzt und diejenigen, die diesen Sprung geschafft haben, sind auch sehr lange auf den Jobs im Regelfall. Und darum gilt es immer, Plan B zu haben, realistisch ist, eine A-Lizenz zu machen, als Trainer in der Landesliga nebenbei noch ein bisschen zu verdienen oder sich ehrenamtlich im Vorstand bei einem Oberligisten zu engagieren. Wer den Sprung dann schafft, aus einer soliden anderen Anstellung heraus, für den ist es schön. Wer es nicht schafft, der kann seinem Hobby ein bisschen im Nebenberuf erhalten bleiben. Fit for Job. Mit diesen Infoveranstaltungen ist die VDV regelmäßig in ganz Deutschland unterwegs, damit angehende Profis wissen, was auf sie zukommt.